Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Und Sie glauben es kaum, ich habe heute hier einen Zahnarzt da, der einfach total Spaß macht, mit ihm zu reden. Tatsächlich, es ist richtig amüsant und toll. Und da geht es nicht nur um die ganz knallharte Zahnheilkunde, die wir alle auch ein bisschen kennen oder erlitten haben, sondern es geht hier um ganzheitliche Ansätze, die ich so noch nie gehört habe. Sein Repertoire an Wissen orientiert sich zum Beispiel auch an D3, was einen Zusammenhang hat mit der Knochendichte. Also unsere Zähne mit Mangel an D3 geht gar nicht, habe ich gerade gelernt. Aber es gibt auch die Möglichkeiten, zum Beispiel mit effektiven Mikroorganismen unfassbar vieles zu machen für eine gute Mundflora, Mundgesundheit und dann eben auch wieder Zusammenhang besteht, nur schon mit dem Darm. Das macht alles er als Zahnarzt in seiner Praxis und das habe ich leider noch nie gehört bei anderen Praxis und deshalb hat er mein Herz total gewonnen. Heute rede ich nochmals mit ihm und machen wir nochmals ein Gespräch über diese ganze Mundgesundheit, auch auf die Ursachensuche oder die Diagnostik einer Parodontitis möchte ich heute mehr erfahren und kann Ihnen versichern, dass Ihnen die Sendung auch Spaß machen wird. Bleiben Sie dran, es geht sofort los. Und da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen einen Doktor mit Dent, Markus Schad, ganz herzlich vorstellen. Herzlich willkommen. Ich bedanke mich nochmal für die Einladung. Bitte. Schön, dass ich wieder mal bei dir sein darf. Super cool. Und was ich den Zuschauern noch nicht gesagt habe, dass du auch Autor bist, ja. Nämlich von diesem für mich jetzt schon, muss ich sagen, sehr wertvollen Buch. Es heißt... Es ist ein Tatort, du hast es kriminalistisch, nicht kriminell. Kriminell hoffe ich doch nicht. Du hast es so aufgebaut, sodass es eigentlich wirklich für jeden lesenswert ist und er ganz vieles lernt, wie die Zusammenhänge sind zwischen Mund und Darm und umgekehrt und wie man da eigentlich wieder ein Gleichgewicht hinkriegt. Genau. Ja, jetzt hast du mir auch noch ein paar Illustrationen mitgebracht, die ich gerne anschauen möchte. Die sind ja aus dem Buch. Die meisten sind aus dem Buch. Teilweise habe ich die dann auch zusammengebaut, wie jetzt diese Bilder hier mit der Wippe. Für Vorträge ist das eigentlich gedacht. Das hier ist eigentlich so der Idealzustand, in dem sich unser Zahnfleisch, das Parodont, bewegen sollte. Man sieht unten den gesunden, normalen Knochenstoffwechsel, gleiche Tätigkeit. Es wird so viel auf wie abgebaut. Oben sind die Keime im Gleichgewicht, die roten, Red-Komplex, das sind die Bösen, deswegen gucken die auch so ein bisschen grimmig. Ne? Die Orangen und die Gelben, das sind neutrale Keime und die Grünen sind die Guten. Das spiegelt das auch ungefähr wieder, wie die prozentualen Verhältnisse sind. 25% bös, 25% gut, 50% neutral. Ne? Das ist also der Idealzustand. Und das ist das, was wir in der Zahnmedizin halt leider immer wieder sehen. Die Bösen überwiegen, die Guten, die Neutralen rutschen nach und die Guten können die Wippe eben nicht mehr im Gleichgewicht halten. Das wird, macht dann erstmal die Gingivitis, die Entzündung, das allererste Stadium einer Parodontalerkrankung. Wo ist die Entzündung? Am Zahnfleisch? Die ist oben am Zahnfleischrand, da ist die Tasche noch gar nicht mal so betroffen. Das ist Zahnfleischbluten, sie putzen Zahnbürste rot, das klassische erste Symptom, das in Richtung Parodontitis dann geht. Gingivitis ist der kleine Bruder der Parodontitis. Das können wir natürlich auch auslösen. Mit diesem netten Kerl, das sind unsere tollen Ernährungsgewohnheiten, die wir halt leider haben. Und die bringen die Wippe genauso ins Ungleichgewicht wie mein ganz spitzer Freund Nikotin. Also Rauchen ist, was Parodontalerkrankungen angeht, tatsächlich ein extremer Risikofaktor. Das ist sogar in Deutschland jetzt bei den neuen Befunden erkannt worden endlich. Die Raucher werden mit den Diabetikern gleichgestellt, was das Risiko einer Parodontitis angeht. Und das ist eigentlich schon interessant, dass dieser Schritt gemacht worden ist. Gut, man kann darüber diskutieren, ob Raucher in Form von zusätzlich bezuschussten Behandlungen belohnt werden. Dieser Ansatz ist merkwürdig, aber ist wissenschaftlich absolut korrekt. Eben diese Kausalität finde ich jetzt schon wieder bewundernswert. Wert, dass man das erkannt hat und gesehen hat, da gibt es Zusammenhänge. Ja, eindeutig. Geht natürlich auch anders. Ne? Mit Ernährungsergänzung können Sie die Wippe in eine andere Richtung bringen und gesunde Ernährung sowieso auch. Ne? Oder halt mit effektiven Mikroorganismen.
das ist eben der spannende Bereich, der eben auch diese Wippe in diese richtige Richtung des regenerativen Milieus verändern kann. Da möchten wir eigentlich hin. Und sollte das eine das andere jetzt nicht unbedingt ersetzen? Ich kann ja die Ernährung ein bisschen zuckerfreier, kohlenhydratarmer gestalten, zusammen mit EMs. Ja. Und hätte eigentlich die Gewähr, ganz genau, dass ich dich sehr selten sehe, oder? Richtig. Also ist jetzt egal, ob sie Risikofaktoren weglassen, sich gesünder ernähren. Hauptsache ist, sie kriegen die Wippe in die richtige Richtung. Und die EMs sind natürlich ganz interessant, weil die auf einer Mikroebene arbeiten, die wir gar nicht erkennen können. Aber die helfen uns natürlich da auch, das in dieses Milieu reinzubringen. Das ist für mich ein ganz spannender Ansatz, den ich ja selbst im Positiven erleben durfte mit meinem vorerkrankten Darm. Das ist wunderbar wirksam. Also ich fühle mich, seit ich EMs nehme, auch körperlich viel wohler und auch wieder leistungsfähiger als früher. Ne? Hattest du dazu mal, wo du deinen eigenen Darm behandelt hast, ja wirklich eine schwerwiegende Erkrankung ja auch war, und diesen Erfolg hattest durch EM, hast du deine eigene Zahngesundheit hier auch ein bisschen überwacht? Gut, okay. Also kannst dir selber nicht in den Mund schauen. Doch, schon. Man schaut sich schon täglich im Spiegel. Mhm. Also ich machst du ja auch. Du guckst schon nach, ob du was an Zähnen hast. Ich lasse mich natürlich auch von meinen Mädels regelmäßig checken. Und auch beispielsweise diese Therapieform mit dem Doxycyclin lasse ich mir in meinem Team auch. Das darf immer die Azubi machen. Ne? Die ist immer ganz stolz, wenn sie meinen Chef quälen darf. Ich lasse mir von denen dann diese Behandlung auch machen, weil ich bin ja auch schon risikogruppenmäßig über 50. Und da habe ich eine Tendenz zum negativen Knochenstoffwechsel. Das ist halt einfach altersbedingt. Und von daher versuche ich das auch zu machen zu lassen. Natürlich die EMs auch. Also ich habe keine Parodontitis. Ich lasse auch meinen Vitamin-D-Spiegel regelmäßig bestimmen und den AMMP8-Wert, ein ganz spannender Wert, wenn es um Parodontitis-Diagnostik geht. Da muss er jetzt noch mehr wissen darüber. Was ist das für ein Wert? Ja, AMMP8, das ist die aktivierte Matrix-Metalloproteinase 8. Furchtbares Wort. Früher hat man das Kollagenase 2 genannt. Die Fasern, die den Zahn verankern, bestehen aus Kollagen. Und Kollagen ist so eine eiweißartige Substanz, die ist irre stabil. Wenn ich mir diese Kollagenfasern vorstelle, die sind so stabil wie diese Skigondelseilen, die da die Berge hochgehen, für sich genommen. Die vertragen aber Säure nicht und ein weiteres Produkt nicht, nämlich Kollagenasen. Das sind Enzyme, die diese Fasern zerschneiden können. Und das AMMP8, diese aktivierte Matrix-Metalloproteinase, ist eine dieser Kollagenasen, die eben an diesen Tauen sägen. Und damit wird der Zahn locker. Die Fasern werden zerstört, teils irreversibel zerstört und können dann auch nur noch sehr, sehr schwierig regenerieren. Und das ist das Problem, was auch eine Parodontitis auslöst. So, und jetzt kennt man eben dieses Enzym und das kann ich bestimmen. Und das ist das Spannende. Da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Man kann es über den Speichel bestimmen. Das ist die einfache Variante. Die machen wir immer ganz gern bei unseren Patienten. So ähnlich wie man heutzutage mit diesen Covid-Tests eigentlich arbeitet. Man nimmt Speichelprobe, macht die in einen Teil rein. Das wird in der Maschine ausgelesen. Dann habe ich den Wert. Und dieser Wert sollte 10 nicht überschreiten, 10 Nanogramm pro Milliliter. Und wir haben Werte bis 400 in der Praxis gemessen. So, und das ist für uns eine Stellgröße, wenn ich jetzt meine Therapie mache. Ich stelle den Patienten um auf EM. Ich gehe hin und behandle ihn regelmäßig mit dieser Doxycyclin-Therapie für einen Knochenstoffwechsel. Da wiederholen wir natürlich auch halbjährlich diesen AMMP8-Test. Und dann sehe ich, der kommt von 100 runter auf 50. Und mein Ziel ist immer mal unter 20 zu drücken. Also nochmals, dieser Wert, wo du jetzt bei diesen Leuten bei 400 hast, zeigt eigentlich an, signalisiert hier, dass der ganze Knochenstoffwechsel... Der zeigt eigentlich eine überschießende immunologische Reaktion an. Da spielt sich jetzt eine Ebene vorne dran ab. Das ist der Bereich, da werden Fasern einfach zerstört. Viele denken, das wäre ein Entzündungsmarker, ist aber falsch, ist ein Destruktionsmarker. Ist ein Marker, der mir zeigt, in welcher Art und Weise unsere körpereigenen Immunzellen hier diese Fasern zerfetzen, die den Zahn halt letzten Endes verankern. Das ist eine Reaktion. Ein Wunder der Diagnostik schon wieder, hä? Ja, und kennt kaum jemand. Das ist ja das Interessante. Die Dentognostics, die Firma, die diesen Test vertreibt, die kennt kaum einen Mensch. Also ich könnte ja noch völlig gesund sein. Du machst einen Test, hast einen Wert von irgendwie, sagen wir mal 100 und stellst fest, du, da sind ganz schön viele am Sagen. Die muss ich jetzt
jetzt mal loswerden. Richtig, ja. Das ist ja eine Präventivmaßnahme, bevor eigentlich das Kind in den Brunnen fällt, ganz oder? Ganz genau. Oder der Zahn raus. Richtig, das haben Sie richtig erkannt. So, hast du richtig erkannt, Entschuldigung. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, wenn ich diesen Wert ganz regelmäßig bestimme, im Auge behalten, ich kann da eine Parodontitis verhindern. Das ist ja noch besser. Das ist ja eine Präventionsmaßnahme, die sehr gut ist. Ich kriege Zustände, was ich bei dir alles lerne. Eigentlich kommt man zum Zahnarzt und will sofort eine Baustelle geflickt haben, aber eigentlich ist es deine Aufgabe, zuerst mal zu schauen, stimmt das mit dem D3, ist der K2-Pegel richtig, damit überhaupt das alles funktioniert? Dann schauen wir mal, wie viele Leute da noch da am Sagen sind. Das sind ja total überzeugende Maßnahmen. Ja, es würde auch die Parodontalbehandlung revolutionieren. Wobei die DGPARO tendiert, also die Deutsche Gesellschaft für Parodontologie, tendiert immer noch verstärkt auf die Behandlung der Entzündung. Das andere, die kommt ja dann auch, wenn Sie nur lange genug warten, können wir die Entzündung ja behandeln. Diesem Konzept schon. Ja, aber bei dir eigentlich nicht, weil bei dir stoppt man ja vorher schon. Ja, man kann vorher stoppen. Das aber ist das Interessante. Das ist eine obligatorische Pflichtuntersuchung, die wir uns doch, sagen wir, einmal im Jahr gönnen sollten, oder? Ich fände es gut, wenn... Und das kostet wahrscheinlich kaum viel, oder? Nee. Also diese Analyse im Labor, die kostet etwa 30 Euro. Und der Zahnarzt in Deutschland, der hat zwischen 5 und 10 Euro Honorar dafür. Wir machen das so oft, wir machen es im Rahmen von unserem Parodontitis-Programm sogar gratis für unsere Patienten mit und schicken die Daten, die wir da haben, an die Deutsche Gesellschaft für Mundgesundheit, Deutsche Mundgesundheitsstiftung, Entschuldigung. Die wertet nämlich das im Moment großflächig aus und macht dann eine interessante Studie draus in Deutschland, wie der AMMP8-Wert halt jetzt mit verschiedenen Krankheitsbildern oder halt Parodontitis im Zusammenhang steht. Also kann ich eigentlich sagen, der AMP8-Wert ist eigentlich der Indikationswert, der eine Früherkennung ist. Richtig. Wo man immer noch eine Parodontitis verhindern könnte. Ja, Sie diagnostizieren etwas, was noch nicht existiert. Von etwas, ja, das muss ich mir aufschreiben. Was sich noch nicht ausgewirkt hat, ist vielleicht die bessere Wortwahl. Mhm. Was aber kommen wird, wenn man nichts tut. Mhm. Und dann hast du das diagnostiziert und jetzt wie kriegst denn du diese Saga, die über diese Seile der Seilbahn eigentlich durchschneiden, weg? Gut, das Therapiekonzept ist halt bei mir vielschichtig. Wenn du jetzt zu mir kommst und ich sehe jetzt, dein AMMP8-Wert ist zu hoch, dann wird natürlich zunächst mal weiter diagnostiziert, ganz klassisch. Also ich kann nicht an diesem Wert allein eine Therapie festmachen. Mhm. Ich werde die Zahnfleischtaschen ausmessen. Da ist ja die kritische Größe in Deutschland 3,5 Millimeter müssen überschritten sein. Dann nennt man das Parodontitis. Das ist eine ganz willkürliche Zahl übrigens. Ne? Die ist mal so festgelegt worden. Man kann auch bei 2 Millimeter schon Entzündungszeichen haben. Ne? Das ist eine andere Geschichte, aber 3,5 ist in Deutschland der Wert, ab dann reden wir von Parodontitis und dann ist natürlich interessant, hat der Patient jetzt wirklich Taschentiefen 3, 4, 5, 6, 7 Millimeter, dann sind natürlich immer wieder auch unterschiedliche zahnärztliche Maßnahmen erforderlich. Also im leichten Fall, der jetzt hier nur einen erhöhten AMMP8-Wert hat, der halt kaum Entzündungszeichen klinisch sichtbar hat, da werde ich den eigentlich nur prophylaktisch behandeln. Wir machen Zahnreinigung, Taschenreinigung, setzen eventuell unser Doxycyclin-Gel ein und werden danach die Mikroorganismen einsetzen als Spray, um die Keimflora wieder aufzubauen. Weil wir haben in dem Moment, wo wir eine Zahnreinigung machen, natürlich erstmal alle Keime hier eliminiert. Aber das macht nichts, die kommen ja eh wieder. Also wenn von unten, vom Darm her? Von überall. Sie keimen, nehmen sie rundum alles voll mit Keimen. Mhm. Wenn du dich jetzt hier umgucken würdest, alles rot färben würdest, wir wären nur Keime. Wir beiden würden uns mal ganz sehen. Übrigens ist ja so, du hast etwa 10-mal so viele Keime in und auf dir, wie du Körperzellen hast. Wenn ich jetzt philosophisch sehen möchte, bist du eher ein Transportmittel für Bakterien als ein Mensch. Ja, weiß ich, sag ich doch auch immer wieder. Und stell dir mal vor, jedes Bakterium hätte ein Bewusstsein. Wow. Wenn die nachtragend wären, wird es uns ganz schön schlecht gehen, glaube ich. Ja. Aber ich meine, das wissen wir heute auch. Da hat schon in Deutschland ein Gerichtsentscheid gegeben, wo ein Richter auch entschieden hat, dass dieser Patient, also dieser Täter, nicht urteilsfähig war, weil das Mikrobiom des Darms so viel Einfluss hatte auf sein Gehirn. Da muss ich sagen, boah.
möglich. Also ins Gehirn tatsächlich, das ist denkbar. Also da arbeiten ja auch ähnliche Mechanismen. Also dieses AMMP8, diese Kollagenase, die wird ja nicht nur jetzt in der Zahnfleischtasche benutzt. Das finden Sie ja auch beispielsweise, ist das Problem mitunter bei diesen Gefäßerkrankungen, bei einer Arteriosklerose. Da kann es auch sein, dass durch dieses AMMP8, durch diese Schere, diese Kollagenase, sie zerschnippelt auch hier an Fasern, an Kollagen und dann lösen sich eben die Partikel und werden halt irgendwo hingeschwemmt und wenn es mal im Herzen landet, hat man halt einen Herzinfarkt und im Hirn halt einen Schlaganfall. Das sind die Probleme, die halt auch bekannt sind. Aber diagnostizierbar jetzt immer über den Mund? Ja, wir nehmen das beispielsweise, Speichel ist die eine Möglichkeit. Ja. Und die andere, das sind so ganz kleine Teststreifchen. Das mache ich jetzt zum Beispiel, wenn ein Patient an einzelnen Zähnen Probleme hat. Die hält man dann in der Zahnfleischtasche, etwa 30 Sekunden, macht dann 4 Punkte, macht das in eine Lösung rein und das wird durchgemischt und genauso ausgewertet, eben wie die Speichelprobe mit diesem Gerät, mit halt anderen Flüssigkeiten vom Hersteller. Weil genau hier steht ja in deinem Inhaltsverzeichnis, da habe ich nur gestaunt, Rheuma, Arthritis, Tatortniere, Tatortzelle, Parodontitis und Krebserkrankungen. Also dass hier immer Parodontitis in Zusammenhang stehen mit in einer kausalen Kette zu solchen schwerwiegenden Erkrankungen. Ja. Da gibt es überall verlässliches Material, dass ich da auch recherchiert habe, es sind wirklich massive Zusammenhänge. Ich meine, klassisch ist natürlich Diabetes, klassisch sind die Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Bei der Lunge ist es natürlich logisch. Da war auch jetzt im Zusammenhang mit Covid eine interessante Studie, dass eigentlich wesentlich mehr Patienten mit Parodontitis schwerere Verläufe hatten. Und über diese Beatmungsgeräte hat man auch etwa wesentlich höhere Sterberate gehabt. Ich glaube, 9-fach höher war das sogar. Mhm. Gibt es interessante Ergebnisse jetzt in diesen Zusammenhängen. Parodontitis ist nicht ungefährlich. Da ist natürlich der direkte Weg da. Die Keime aus dem Mund können sie natürlich einatmen. Da ist gar nicht mal so schwierig. Auch für den Darm ist es natürlich logisch, die Keime verschlucken sie. Parodontalkeime wirken sich dann natürlich auch im Darm auf ihre Darmflora aus und verändern die. Das ist natürlich auch nicht so gut. Mhm. Und das sind so diese viele Punkte, wo man Allgemeinerkrankungen und Zahnmedizin mal in Zusammenhang sieht. Das Problem, das ich halt hier sehe, ist, dass der Allgemeinmediziner einfach nicht in den Mund guckt und der Zahnarzt, der guckt seine 28 Zähne an. Und dann ist das Problem gelöst. Eine Interaktion findet ganz selten statt. Ich tausche mich da immer ganz toll mit meinem Kollegen, das ist ein Professor für Gastroenterologie aus. Das war mein behandelnder Arzt auch damals. Das ist ein guter Freund von mir, ein Radkollege und Skikollege. Da haben wir immer ganz spannende Themen. Wir sitzen ja an den unterschiedlichsten Enden der Nahrungskette. Mhm. Und da haben wir eigentlich schon viele Informationen so ausgetauscht. Ich hatte mal der Dr. Lechner hier, der auch über Rantes sehr, sehr vieles erzählt und erklärt. Und er hat auch da dargelegt, es gibt ja unzählige Studien, schulmedizinische Studien, die immer wieder auch die entstehenden Rantes oder Nikotinwerte aus dem Mundraum als Trigger genannt werden im Zusammenhang mit allen schwerwiegenden Erkrankungen. Und da habe ich mir ganz bewusst mir die Frage gestellt, wenn nicht der Zahnarzt mehr Diagnostik machen würde und diese Trigger, potenziellen Gefahrenherde aus dem Mund herauf analysieren würde oder am Patienten mitgibt und sagt, kümmert euch darum oder wer sonst? Ja. Es schaut niemand da rein. Das ist ja mittlerweile sogar ganz fatal. Wir sind ja oft die Einzigen, die noch die Gesichter der Menschen in Deutschland zu sehen kriegen als Zahnärzte. Stimmt, ja, genau. Ich hatte vor einem halben Jahr einen Patienten, der kommt regelmäßig zu so einer Behandlung. Er hat ein parodontales Problem. Und ich gucke den an, der hat sich äußerlich deutlich verändert im Gesicht. Habe ich so Spuren gesehen, die mir nicht gefallen haben, hat auch Gewicht verloren. Da habe ich gesagt, hör mal, was machst du denn da? Geht's dir gut? Warst mal beim Arzt, lass dich mal checken. Habe auch bei ihm den AMMP8-Wert mal wieder gemacht, dann mit. Der war auch deutlich erhöht gegenüber vorher. Der war ja schon auf dem Weg, dass alles besser wird. Der kommt alle 3 Monate und auf einmal war dieser Wert so hoch. Und da habe ich gesagt, komm, jetzt lass dich mal durchchecken. Und vor allem so irgendwie so wie du aussiehst, Gesichtsfarbe, irgendwas stimmt mit deinem Darm nicht. Ja gut, hat Polypen gehabt. Die wurden jetzt beseitigt. Jetzt, er hat sein Gewicht immer noch. Irgendwie hat er auch seinen Geschmackssinn momentan beeinträchtigt. Sagt, Essen schmeckt mir halt im Moment nicht mehr so gut. Aber er ist wieder fit, ist wieder leistungsfähig. Den habe ich zum Arzt geschickt. Und konnte auch noch den AMMP8-Wert mitgeben. Und das Problem in dem Fall war, der Gastroenterologe konnte mit diesem Wert jetzt nichts anfangen. Hm.
Aber nochmals zu diesem AMP-8-Wert. Wenn jetzt unsere Zuschauer zu ihrem Zahnarzt gehen und sagen, bestimmen Sie mir bitte mal den AMP-8-Wert, der Zahnarzt wird es noch nicht kennen. Wenn er danach googelt, wird der Zahnarzt schnell Unterlagen oder Informationen finden, um sich darüber schlau machen. Ja, ja, kann er sehr schnell. Der wird in Deutschland vertrieben von der Dentognostics. Da gibt es verschiedene. Es gibt auch einen speziell für Implantate ausgelegten Test. Es gibt diesen Test mit den Papierstreifen, wo man dann punktuell halt bestimmt oder halt den Speicheltest. Und er braucht sich nicht die Geräte zur Analyse zu kaufen, so wie wir es machen, weil ich mache den täglich mehrfach. Also 10, 15 Tests laufen bei uns Minimum am Tag durch. Da braucht er sich das Gerät nicht zu kaufen. Der kann das in Institute schicken, die das dann auswerten. Das ist kein Problem. Trotzdem, wenn der Patient natürlich da ist und ich das gleich bestimme, kann ich natürlich gleich reagieren. Ja. Wird eine Stange kosten wahrscheinlich, aber das lässt sich ja alles auch finanzieren. Ja, ist nicht teuer. Also wenn jemand jetzt zu mir kommt, will nur den Test haben, der zahlt maximal 40 Euro dafür. Ja, ich sehe das mehr als Standardverfahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber jetzt nochmals, ganz am Anfang hast du gesagt, es gibt eben diese Leute, diese Problematiken, das Seil wird durchgeschnitten. Richtig. Und das andere Problem ist die Säure, hast du erwähnt. Säure, ja. Und dann war im Vorgespräch, hatte ich immer gesagt, ja, Säurebasishaushalt innerhalb des Mundes sollte ja eigentlich basisch sein. Und dann hast du nur gesagt, in den meisten Fällen ist es heute aber nicht mehr so. Ist das tatsächlich? Tatsächlich. Wir ernähren uns viel zu säurelastig grundsätzlich und der Speichel spiegelt das wieder. Und diese Bakterien kriegen das nicht mehr hin, das Gleichgewicht zu halten. Ist oft schwierig, ja. Und wenn ich mit EM arbeite, habe ich mehr Chancen, dieses Milieu zu stabilisieren. Mit Sicherheit. Die werden auch hier gegen die Säure bilden, keimen. Die werden ein Gleichgewicht versuchen herzustellen. Das machen die eigentlich immer. Die bringen sie eine Gruppe rein und die versuchen das irgendwo zu harmonisieren und versuchen das Ganze immer in den regenerativen Bereich zu bewegen. Mhm. Säure ist ja das klassische Problem der Karies. Da haben wir ja diese säurebildenden Keime. Das ist jetzt nicht der Red Complex und andere rote Keime in diesem Fall. Und die Säure, da hat der Körper aber auch noch einen gewissen Schutzmechanismus dagegen. Diese Säure wird ausgeglichen über den Speichel. Aber wenn wir zu säurelastig uns ernähren, selbst fängt mit Mineralwasser an. Wir sind in Deutschland ein Land, die setzen immer Kohlensäure zu. Ich weiß, pH-Wert 2 oder 2,5, oder? Ja, wir haben mal den Gag gemacht, auf einer Fortbildung haben wir einen pH-Streifen mal in die Getränke reingehalten. Also direkt hinterm Haushaltsreiniger kam dann Sprite und Coca-Cola. Mhm. Die haben pH-Werte so um 2,5. Das kann man normalerweise eigentlich gar nicht trinken. Und das ist das Problem. Wir ernähren uns zu säurelastig. Wir sollten viel basischer leben, grün essen. Also, und wenn ich jetzt so einen Drink gehabt habe, dass der Mund eigentlich voller Säure ist, dann kann die Säure jetzt anfangen zu fressen. Ja, klar. Im Prinzip wird der Zahnschmelz ja aufgeweicht. Ja. Die Keime erreichen das Dentin und dann ist das Problem da haben wir ein Loch im Zahn. Und hätte ich jetzt mehr EMs genommen zum Beispiel, dann könnte ich jetzt mit EM gleich anfangen, wieder diese Säure zu neutralisieren. Muss man aufpassen, also EM pur würde ich da auf keinen Fall nehmen, denn die sind eigentlich in einem sauren Medium drin, die Keime selbst. Ne? Also wer jetzt hingeht und kauft sich EM1 oder Farming, diese Originalprodukte, die für die Landwirtschaft zugelassen sind, sagt sich, ich baue mir jetzt da was draus, der hat saures Material im Mund. Mhm. Da muss er schon ein bisschen aufpassen. Die Sprays, die da speziell entwickelt worden sind, die sind dann schon eher geeignet. Ah, da muss man aufpassen. Mundspeis dann. Ja, ja. Mhm. Also das ist dann schon eine andere Geschichte. Ne? Da muss man schon ein bisschen gucken, was ich da nehme. Ist eigentlich schon interessant, wie dass der Körper immer wieder eine gewisse Balance und Harmonie sucht. Einerseits Nahrungsmittel der Säure, der Speichel wieder basisch, sollte das wieder ausgleichen, dann bleibt mein Zahn gesund. Ich kriege wahrscheinlich auch aus einem basischen Mundspeichelmilieu kaum Entzündungen, oder? Dabei haben Sie mit Sicherheit weniger mit Entzündungen zu tun, garantiert. Ja. Ich sehe es immer wieder aus der Sicht der Physik, dann ist ja eigentlich eine Entzündung ein Elektronenmangel und ein basischer Speichel ist ja Elektronenüberschuss. Mhm. Und wenn ich irgendwo eine Entzündung habe, Minus, da kommt das Plus dazu und dann gleicht sich das wieder aus. Also von dem her faszinierend, wie der Körper sein Gleichgewicht hat. Im Prinzip
ist es in der Zahnfleischtasche noch ein ganz kleines bisschen komplizierter, weil die Sulkusflüssigkeit, die unser Körper produziert, die ist primär eigentlich mal basisch, was sich ja gut anhört. Aber diese Sulkusflüssigkeit ist so reich an körpereigenen Abwehrzellen, die dann eben durch diese fehlgesteuerten Funktionen, die vorher schon an sich abspielen, diese überschießende Immunreaktion dann auslösen. Und dann macht gar nicht mal mehr der Keim in der Tasche die Faser kaputt, sondern es sind ja dann die Abwehrzellen, die hier schneiden. Das heißt, dieses Milieu direkt in der Tasche ist zwar basisch, da nutzt es aber nichts mehr, weil eben eine immunologische Reaktion die Überhand gewonnen hat. Und das ist dann das Komplizierte in dem Moment für die Fasern. Die werden eben von der Kollagenase dann zerschnitten, von der AMP8. Ich habe noch drei Fragen und die Sendezeit zeigt mir 2 Minuten. Mal schauen, was ich hinkriege. Okay. Also erste, wenn die Fachexperten der unserer Zuschauerin mehr über AMP8 wissen wollen, googeln, AMP8 eingeben, als AMP8-Test wahrscheinlich, kann man machen, oder AMP8-Diagnostik. Und dann wird man zur Seite hingeführt, die mir diese Information geben. Genau. Die Deutsche Mundgesundheitsstiftung beispielsweise, da findet man auch sehr viele gute Informationen zu dem Ganzen. Und AMP8, ja, okay, da habe ich noch was ganz Wichtiges vergessen. Das ist ja auch ein Marker für die orale Immunkompetenz, also quasi die Widerstandsfähigkeit unseres Immunsystems gegen Erreger aller Art. Man hat festgestellt, das hat der Frankenberger, also unser Boss in der Zahnmedizin in Deutschland, hat im letzten Jahr einen sehr interessanten Artikel verfasst, wo AMP8 in direkten Zusammenhang gestellt worden ist mit der oralen Immunkompetenz. Und den Artikel hat man dann auf die Covid-Situation übertragen und hat damit eigentlich gesagt, wenn der Patient vom AMP8-Wert gut eingestellt ist, hat der wesentlich weniger Probleme mit dem Covid-Erreger als ein Patient, der das nicht ist. Und das fand ich eigentlich so spannend, aber selbst dieser Artikel von einem der größten in Deutschland hat das AMP8 noch nicht dahin gebracht, wo ich es gerne sehen würde. Ja, ich auch, jetzt muss ich schon sagen, absolut, ich auch. Zweiter Punkt noch schnell für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die jetzt immer wieder so das Wort EM hören, effektive Mikroorganismen, gibt es da eine Plattform, wo einfach weitere Informationen da sind, um sich durchzulesen, was es da überhaupt geht? Ja, da können Sie auf Mikroveda, ich glaube .ch und .de, können Sie nähere Informationen kriegen oder einfach mal den Begriff effektive Mikroorganismen googeln. Da sollte man aber auch aufpassen, auf welchen Seiten man da insgesamt landet. Mhm. Es gibt da zwei gute in Deutschland. Ich komme noch zu meiner dritten Frage. Ja. Und all das könnte ich aber auch hier drin nachlesen. Ja. Hier lerne ich über AMP8 etwas, hier lerne ich was über EM, ich lerne über die Zusammenhänge etwas. Und das alles mit tollen Illustrationen, wie wir es hier gesehen haben gerade, sodass wir das wirklich auch verstehen als Nicht-Mediziner, oder? So ist gedacht. Aber auch die Mediziner können es lesen. Ne? Ich denke auch, wobei manche Mediziner tun sich ein bisschen schwer, den Umweg über diese verbale Beschreibung als Tatort, Kriminalsprache, die müssen zweimal umdenken. Das kann nicht jeder. Mhm. Eine Kollegin von mir fand es so spannend, die fand es lustig, die hat es einmal als Roman gelesen, dann mal fachlich, so hat es gesagt. Mhm. Und diesen Schritt muss man aber bereit sein zu tun, weil ich habe es für Patienten geschrieben, die null Vorwissen haben. Ich habe es verstanden. Das ist gut. Und Sie vielleicht auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, haben vielleicht meinen Eingangssatz jetzt ganz anders verstanden, denn ich habe gesagt, heute macht es mir Spaß, mit einem Zahnarzt zu sprechen. Sie wissen jetzt warum. Es ist einfach wirklich eine Gnade und eine wunderschöne Bereicherung, wenn man Kompetenz sieht und auch erfährt, wie man heutzutage arbeiten kann, sodass eigentlich gewisse Herde schon im Keim erstickt werden können, bevor was passiert. Und das zeigt für mich einfach immer wieder Größe, zu agieren und nicht immer zu reagieren, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Lieber Dr. Med. Dent, Markus Schad, herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich bedanke mich bei dir. Und Ihnen auch. Alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.